Mensch und Tier sich näher und ähnlicher, als so mancher denkt. Abenteuer Lerchenberg hatte seinen Ursprung im Dezember 2010. Da kam ich gerade von einer Reise aus Laos wieder und hatte was über Riesenkrabbenspinnen gemacht. Und dann fiel mir ein, Mensch, du hast eigentlich nie was in Deutschland gemacht. Ich hatte in Mosambik und sonst wo gedreht. Und dachte ich mir, nee, man muss was in Deutschland machen. Und kam auf die Idee, einen Film erst im Taunus zu machen. Und dann dachte ich, nee, geh doch noch näher an deinen Sender ran und mach ihn auf den Lerchenberg. Es gab einen Aufruf eben im Internet und eben auch in der Mitarbeiterzeitung. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist die Sache. Also ehrenamtlich in der Freizeit Natur, das war sowieso schon immer so mein Hinterkopfthema. Aber endlich hatte ich die Chance, halt wirklich auch was zu entdecken und mit und für die Natur zu tun. Aus der Abteilung und dann, Kirche und Leben, genau, direkt in die Natur. Ja. Dass wir so ein paar Sachen entdeckt haben hinterher, wo wir gar nicht mitgerechnet haben, das war sehr überraschend. Also zum Beispiel haben wir erfahren, dass das ZDF wohl eine der größten Gartenschläferkolonien Deutschlands überhaupt hat. Dann haben wir auf dem Lerchenberg Wildorchideen gefunden, das war auch sehr überraschend. Dann haben wir Dachse gesehen, die Fledermäuse. Also ein paar Sachen, also als ich das am Anfang immer gesagt habe, lass uns auf dem Lerchenberg drehen, haben die meisten gesagt, da gibt es nur Kaninchen, weil die sieht man immer. Aber wir haben auch eine sehr große Hasenpopulation. Dann kamen einfach immer mehr Tiere hinzu. Und das wuchs dann auch mit den Ideen, die Tierfilmer, die Biologen und wir hatten auch Jäger, die das unterstützt haben, mit reinbrachten. Und mit all diesen Ideen und Vorschlägen haben wir dann gut haushalten können und, glaube ich, einen tollen 52-Minuten-Film gemacht. Also die Schnittmenge zur Jagd ist zum einen darin gegeben, dass uns Jäger unterstützt haben. Das ZDF hat ja selber einen Jäger auf dem Gelände. Und der war der Erste, der uns überhaupt das Gelände gezeigt hat, von einer anderen Seite, wie ich es als ZDF-Mitarbeiter auch noch nicht kannte. Und in unserem Film, den muss man sich dafür aber anschauen, tauchen auf Jäger auf mit einer ganz besonderen Jagdmethode. Verraten wir jetzt aber nicht, wie das Ganze funktioniert. Dafür sollte man sich Abenteuer Lerchenberg auf jeden Fall anschauen. Also ich war gerade auf Mallorca und habe gedreht mit Mönchsgeiern. Aber statt Mönchsgeier kam eben ein Anruf von meiner Kollegin Alexandra Svensson, die dann kreischenderweise, genau, die dann erzählte, dass es eben diesen Preis gab. Und da haben wir einfach gesagt, tschakka, das ist natürlich für uns Lob und Ehre, dass wir den bekommen, dass sich auch Leute, die vielleicht teilweise nicht ständig was mit Naturdokumentationen zu tun haben, für diesen Film begeistern können, die auch den Wert dieses Films im Bereich Arten- und Naturschutz gesehen haben. Und das ist ja bei vielen Jägern eben auch der Fall, dass Artenschutz und Naturschutz ganz vorne stehen. Das Wort Nachhaltigkeit ist heute auf den Reden ganz, ganz häufig gefallen. Und das war sicherlich auch Sinn und Zweck unseres Films. Und dass das andere erkennen, das war für uns eine richtig große Bestätigung.